Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Ich möchte euch heute präsentieren diese zwei wunderbare leckere Rezepte und sehr, sehr gesunde Rezepte. Besonders jetzt, wo jetzt der Herbst kommt, kommen die kalten Tage. Wir können unser Immunsystem stärken lassen, wenn wir diese fermentierten Sachen an uns annehmen. Und es ist wirklich sehr lecker, sehr einfach in Zubereitung. Braucht man nur ein bisschen Zeit und mal ein bisschen Schnippel. Mehr nichts. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Ich habe mir jetzt folgende Zutaten auf den Tisch gestellt. Ein großer halber Kopf von dem Weißkohl und er ist 1,5 Kilo. Dafür verwende ich Meersalz und nehme für 1,5 Kilo 150 Gramm, sozusagen 10%. Dann noch von den Gemüse. Eine Paprikaschote, ein Bund von Frühlingszwiebeln, ungefähr so 2-3 Möhren. Es kommt darauf, wie groß ist das. So ein Stück von dieser Lange Rettich, eine Chilischote, eine Birne, in meinem Fall, die ist gefroren und jetzt wird sie auftauchen. Ein Apfel, eine Knolle von Knoblauch, so ein Stückchen Ingwer. Und weil es so ganz kleine Kartoffeln, so 2-3 Kartoffeln brauchen wir, weil wir werden nicht mit dem Reis diese Soße machen, sondern wir werden einfach gekochte Kartoffeln pürieren mit Apfel, Knoblauch und Birne. Und ich mache eine vegane Variante, weil ich brauche für meine Detox-Kur und deswegen werde ich kein Fischsoße verwenden. Sonst kann man halb-halb nehmen, Sojasoße und Fischsoße, wenn einer möchte gerne das machen. Und dann von den Gewürzen brauchen wir Chiliflocken oder Chili. Ich möchte gerne probieren, was ich aus Spanien mal gebracht, diese rote Peppersoße, scharfe Soße sollte sein und etwas bisschen von den Paprikapulver. Ja, das war's das. Das wird wirklich so eine einfache Kimchi, aber schmeckt trotzdem sehr lecker, auch mit Weißkohl, nicht unbedingt mit dem Chinakohl. Wie macht man mit Chinakohl? Dafür habe ich ein Video gemacht und das hat echt so lecker geschmeckt. Wir nehmen eine größere Schüssel, geben wir da schon ungefähr, ich glaube für diese Menge brauchen wir 2 Liter Wasser. Ganz normale von Wasserhahn. Aber kalte Wasser und gebe da schon den Salz und lasse den Salz auflösen. In dieser Zeit schneiden wir unsere Kohl und können wir gleich hier in das Salzwasser reinlegen. Dann brauchen wir noch eine Schüssel und noch eine Schüssel, weil wir müssen unsere Weißkohl ungefähr so eine halbe Stunde wässern. Lehne nicht, nicht so wie bei Chinakohl. Den Kohl werde ich einfach grob schneiden. Erstmal in so eine Stücke und dann auf so eine Stücke. Und die geben wir gleich ins Salzwasser. Kann man zwischendurch ein bisschen umrühren. Und so erstmal schneiden wir unsere Kohl. Und wir können schon unsere Kartoffeln zum Kochen stellen. Und weil wir heute zu Mittag auch Kartoffeln haben, deswegen passt es sehr gut. So, Kohl haben wir geschnitten und jetzt können wir die richtig schön umrühren und ein bisschen so mit den Händen auseinander machen, dass überall sozusagen Salzwasser kommt. So, ein bisschen auseinander machen. So, gebe etwas noch Wasser, dass den Kohl komplett im Wasser steht. Das ist wichtig. Fast 3 Liter genommen. So, und jetzt können wir es an die Seite stehen und bis dass wir unsere alle Gemüse fertig gemacht haben und diese Pasta oder Soße, wie sagt man das, aber so mindestens 30 Minuten muss es stehen. Für Möhren und Rettich verwende ich meine Reibe. Den Link dafür kann ich euch unten reinstellen. Die ist aber wirklich schon bestimmt 20 Jahre alt. Und dann habe ich so eine Gemüse. Paprika schneide ich auch in Streifchen und den Lauch
in so eine schräge, so eine Streifen. So, dass eure Zeit nicht wegnehmen, werde ich Kamera ausmachen und erstmal alle Gemüse verschnibbeln. So, es ist jetzt schon fast 40 Minuten, aber ich lasse erstmal noch kurz stehen den Kohl. Die Gemüse habe ich alle schon klein gemacht und jetzt machen wir die Soße. Wir können einfach einen Behälter nehmen und alle Zutaten reinmachen. Apfel, Birne, Ingwer, Chili und Knoblauch und gekochte Kartoffeln. Dazu können wir schon ein bisschen Sojasauce geben. Etwas Chili-Soße oder in meinem Fall jetzt ja diese Pepper. Mal schauen. So, das gehört zum Mittagessen. Entschuldigung. Das wird alles nebenbei gemacht. Und jetzt werden wir mit einem Pürierstab einfach alles pürieren. So, das haben wir jetzt. Und jetzt werden wir von unserer Kohl jetzt Wasser absieben. Den Kohl aber nicht weiter abwaschen. Nur auf den Sieb geben und wieder zurück in die Schüssel. So, probieren Sie diese Paste nach eurem eigenen Geschmack, wie es das euch schmeckt. Und dann können wir schon hier auf unsere Kohl geben. Ich werde noch Sojasauce geben. Die Schärfe ist genug, ist wirklich sehr scharf. Etwas noch bisschen von den Paprikapulver und Sesamsamen. Die mag ich in die Kimchi. Und jetzt einfach Handschuhe anziehen, weil es wirklich scharf ist. Dann später nicht ans Gesicht gehen und brennt in den Augen und richtig schön reinmassieren. Die Kohle jetzt nicht mehr so hart und strebig, etwas weicher geworden durch das Salzwasser. Alles gut. So, jetzt noch unsere vorbereitete Gemüse, klein geschnittene und die Sojasauce. Für diese Schüssel kann ich ungefähr fast 50 Milliliter dazugeben. Alles schön umrühren und dann können wir auch ein bisschen probieren und dann kann man immer noch was dazu machen, wenn mal was fehlt. Was könnt ihr noch dazu jetzt machen? Das ist natürlich diese Fischsoße oder auch Weißwein kann man dazu geben. Aber wie gesagt, wenn mal so Detox-Kuh mag, dann Zucker und so weiter, Alkohol muss raus. Und Fischsoße auch, deswegen wird auch so eine vegane Art angemacht und schmeckt auch sehr lecker. Jetzt kann ein Stückchen probieren. Oh, scharf. Fülle ich das alles in die Bügelgläser. Die Gläser sind sauber und ich habe Gummi abgemacht, weil wir müssen so ein, zwei Tage erstmal im Zimmer stehen lassen, Gläser zumachen und wenn es kein Gummi da ist, dann können die Gärgase rauskommen. Schön reinmachen und auch sehr schön drücken. Das ist wirklich wichtig. Die komplette Luft aus dem Glas rausdrücken. So, schaut ihr, wenn ich drücke, dann oben drauf steht den Saft, die Soße. Wenn ihr irgendwelche so eine Fermentationsbedeckung habt, ich kann euch verlinken das unter dem Video, dann macht ihr oben drauf und wenn ich jetzt den Deckel drauf drücke, dann drückt auf diese Spitze und steht oben dann den Saft, so wie jetzt. Muss ich erstmal den Rad abwischen und dazu decken. Ich fülle erstmal die alle Gläser voll. So, aus dieser Mine habe ich jetzt drei Gläser rausbekommen. Die Gummi, wie gesagt, habe ich dir rausgenommen, dass es könnte die Gase rauskommen und lasse jetzt bei Zimmertemperatur ungefähr so zwei Tage stehen. Was würde ich euch natürlich unbedingt raten, unter jedem Glas ein Teller draufstellt. Wenn auf einmal fängt zu gären und Flüssigkeit steigt hoch, dass er euch nicht auf den Tischplatte läuft, sondern in die Teller rein. So, liebe Freunde, so sieht es nach einem Tag. Schaut, wie viel Saft
hat es aus dem Glas rausgedruckt. Und diesen Saft schmeiße ich nicht weg, sondern nehme ich in ein Glas oder jetzt in eine Schale, habe ich auf die Schnelle gemacht und habe heute schon mal früh abgesiebt und jetzt ist Mittag und schaute, wie viel schon wieder Saft ausgedruckt. Das heißt, der Gärungsprozess geht einfach frei, alles läuft nach Plan. Aber bitte achten Sie darauf, weil hier ist Sojasauce und dann kann euch alles versauen, wenn ihr keinen Teller drunter stellt. So, und hier habe ich auch nebenbei gleich auch Weißkohl gemacht aus die gleiche Kohl. Und jeden Tag steche ich mit dem Holzlöffelstiel oder jetzt mit den Stäbchen will ich euch kurz gleich zeigen durch. Und heute nach erster Tag, der Gärungsprozess ist noch nicht richtig in Gang. Heute früh hat ein bisschen mehr geplüppert und diese Gase, welche entstehen in dem Kohl, gehen raus. Und das macht den Einfluss auf Geschmack von dem Kohl. Viele machen es in Glas und machen den dicht fest und sozusagen es wird vergoren und alles bleibt in dem Glas. Aber wenn ihr probiert, der auf so eine Art, dass erstmal die Giergase ausdrücken und dann noch in die Gläser füllen und festdrehen, ihr werdet merken, der Geschmack wird viel, viel besser. Heute ist schon zweiter Tag, wo stehen unsere Kimchi hier auf dem Tisch und schaute, es ist ganz, ganz wenig, kommt schon raus. Und es ist Zeit, die Gläser jetzt in den Kühlschrank zu stellen. Dafür machen wir die auf, die Teller sauber machen, unbedingt Rand hier sauber machen. Rand von dem Glas, die Abdeckung etwas reindrücken, nur ganz vorsichtig. Und dann schaut ihr, es pluppert noch richtig stark. Und wir müssen jetzt die Fermentationsprozess sozusagen etwas stoppen, dass es nicht zu sauer wird, sondern schmackhaft. Deswegen werden wir diese Gläser jetzt in den Kühlschrank gehen. Den Ring können wir drauf machen jetzt und richtig fest machen. Und wenn es wird abgekühlt, wird Fermentationsprozess stoppen, runtergehen und dann wird es nicht mehr gären, sondern nur leicht nachgären. Für erste 1, vielleicht bis 2 Tage stelle ich trotzdem den Teller in den Kühlschrank mit dem Glas. Aber meistens ist es auch, kommt schon nicht mehr hoch, das Flüssigkeit. Und dann nach so 1-2 Tage werden wir das probieren, wenn es schon im Kühlschrank gestanden. So, und wir schauen jetzt nach unserer Sauerkraut. Schaut ihr, wie schäumt. Heute am zweiten Tag schäumt es viel stärker. Und wenn ich das mein jetziges Gewicht drauf drücke, dann hört ihr diese Plupper. So, und wie immer muss ich mit dem Holzlöffel oder Stäbchen jetzt in meinem Fall durchdrücken, dass die Gärgase rauskommt. Und Sauerkraut lasse ich noch 1-2 Tage hier auf dem Tisch noch in der Küche bei Zimmertemperatur stehen. Ihr könnt auch ein bisschen rausnehmen und probieren, wie euch es schmeckt. Und es ist genauso wie bei der Kimchi. Wenn ihr sagt, so jetzt schmeckt das wirklich gut, aber es wird das noch nachreifen, noch nachfermentieren, dann muss ich das in die Gläser packen. Und dann ist das natürlich nach eurem eigenen Geschmack und nach eurer eigenen Entscheidung, ob ihr nach gleich 2-3 Tage oder nach 5-6 Tage in die Gläser packt. Heute ist schon fünfter Tag angebrochen. Seitdem habe ich Kimchi und Sauerkraut angelegt. Nach 2 Tagen habe ich Kimchi in den Kühlschrank gestellt, habe ich dann den Fermentationsprozess abgebrochen. Es hat schon nicht mehr die Flüssigkeit aus den Gläsern rausgedrückt, sonst hat er mal immer die Flüssigkeit war hier in den Tellerchen. Warum habe ich gesagt, diese Flüssigkeit in irgendwelche Gläschen oder Schale aufheben und auch zusammen mit dem Kimchi auch in die Kühlschrank stellen, weil die brauchen wir danach. Schaut ihr meine Gläser. Die sind jetzt beschlagen. Ich habe die aus dem Kühlschrank rausgenommen. Und wenn ihr, ich weiß nicht, in die Kamera gut sieht, hier ist kaum Flüssigkeit vorhanden. Weil bei dem Gärungsprozess ist alles geplüppert und alles nach oben gedrückt. Und jetzt, wenn wir in Glas reinschauen, es wird fast so
trocken. Und deswegen brauchen wir jetzt diese aufgehobene Flüssigkeit da reinzumachen. Jetzt werde ich die Kamera nach unten machen, dass ihr das wirklich alles gut seht. Erstmal machen wir Glas auf. Ein bisschen hat man gehört, wie die Luft rausgekommen. Und schaut ihr, es ist richtig, absolut keine Flüssigkeit vorhanden da. Und deswegen geben wir die Flüssigkeit wieder da rein. Das kann man natürlich rausnehmen und sogar vielleicht abspülen, weil hier jetzt oben, weil ich habe noch auch gekochtes Kartoffel genommen, das merkt man so in Schicht. Und wenn wir dann wieder nochmal reindrücken, können wir einfach ein sauberes Bedeckung reinlegen. So, jetzt haben wir ein sauberes Bedeckung und geben wir jetzt den Saft rein. Kann man mit den Stäbchen oder Holzspießen auch etwas durchdrücken, dass die Flüssigkeit auch nach unten kommt. Oder einfach drückt man mit den Bedeckung alles runter. Das brauchen wir auch nicht viel. Wieder Bedeckung reindrücken. Jetzt ist Flüssigkeit oben steht, können wir jetzt ein Glas zumachen, bis dass wir es gebraucht werden. Aufbewahre ich aber trotzdem in dem Kühlschrank. Und jetzt brauchen wir auch kein Teller drunter stellen. In diesem einen halben Tag nichts rausgekommen. Fermentationsprozess ist verlangsamt und jetzt wird nicht mehr rauskommen. Jetzt die Gläser gehen wieder in den Kühlschrank und mit einem probieren wir, nehmen wir ein bisschen was raus. So, die zwei Gläser habe ich schon schnell in den Kühlschrank gestellt und von dem dritten werden wir auch probieren, wie es da schon schmeckt. Es muss aber wenigstens mal eine Woche stehen, dass es diese bestimmte Säuregrad bekommt. Es ist so wie bei Sauerkraut. Wenn du nach 2-3 Tagen probierst, dann schmeckt nicht so. Aber wenn du nach 5 Tagen probierst, da kommt diese schon Säuregrad, dann schmeckt das gut. Aber wir probieren trotzdem noch ein bisschen. Hole ich mir ein Stückchen raus. Mit diesem Glas fange ich dann an. Und mit Kimchi kann man nicht unbedingt nur so roh essen. Mit Kimchi kann man auch kochen. Meine Tochter war ein Jahr in Korea. Und wo die dann gekommen nach der Korea, haben wir mit ihr auch 2 Rezepte gemacht. Glaube Bauchspeck, ein Topf mit dem Kimchi. War so lecker, wirklich sehr, sehr lecker. Dazu wurde Reis gereicht. Oh, wenn ich jetzt schon erinnere, dann kommt mir schon die Spucke in den Mund. Und dann haben wir noch einen Pfannkuchen gemacht mit dem Kimchi. Ich habe dann später auch die nachgemacht, aber nicht mit dem Ganzen so auf die Pfanne wie so Blinis, sondern habe ich die klein gemacht wie so Aladdin. Dann war es besser mit Umdrehen und so weiter. Aber hat auch sehr gut geschmeckt. So, jetzt probieren wir und ich euch sage, wie ist diese Variante. Merkt ihr, wie knackig es ist? Es ist etwas schon säuerlich, aber wirklich, es muss noch 1-2 Tage stehen. Mit der Schärfe, für meinen Geschmack, richtig gut. Was könnte ich noch sagen? Ich habe immer mit den Fischsoße auch gemacht, dass die Fischsoße hatte irgendwie auch sehr viel so Geschmack reingebracht hat in die Kimchi. Jetzt habe ich richtig vegane Variante genommen, schmeckt auch wunderbar lecker. Aber irgendwie fehlt mir dieses bisschen Nachgeschmack von der Fischsoße. So, liebe Freunde. Mit dem Kimchi sind wir fertig, aber ich habe auch noch den Sauerkraut angelegt. Und Sauerkraut steht die ganze Zeit hier bei Zimmertemperatur bei mir in die Küche. Und heute geht sie schon in die Gläser. Wenn ich so drauf drücke, es plüppert noch. Aber ich habe schon am Rand mit dem Gabel ein bisschen mehr rausgenommen und probiert. Und jetzt schmeckt er schon leicht säuerlich. Und wenn ich ihn jetzt in diesen Zustand jetzt die alle in die Gläser packe und kalt stelle, jetzt sind die schon nächtig kalt und im Keller ist auch kühl. Wenn er warm hat, dann wird das immer zu stark nachgären und wird das sauer. Es muss wirklich irgendwie kalt stehen in den Kühlschrank
oder in die kühle Keller. Dann habt ihr ziemlich lange diese richtig angenehme, knackige Sauerkraut und nicht übersäuerlich. Nehme ich jetzt mein Glas raus, den Teller auch und nehmen wir raus ein bisschen uns Kohl zur Probe. Es riecht auch schon nicht so unangenehm. Und schaut, wie hell die ist. Richtig schön weiß und durch das bisschen Möhrchen hat sie richtig so eine schöne, angenehme Farbe. Und jetzt probiere ich die. Gerade jetzt ist sie einfach perfekt. Jetzt dazu ein bisschen Zwiebel reinschneiden, Öl obendrauf und als Salat essen. Es ist so gesund, liebe Freunde. Und schmeckt wahnsinnig wie lecker. Wirklich. Ihr solltet das unbedingt probieren, auf so eine Art Sauerkraut anlegen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns zwei gesunde Rezepte gemacht. Einmal Kimchi und einmal Sauerkraut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.